Thank you.
So, ich versuche mal nachzuspüren, wie du komponierst, wie wir deine Seele dabei erkennen, wie Musik durch dich in die Welt gebracht wird. Und ich stehe noch ganz unter dem Eindruck der Jokaste, die wir am Sonntag in Duisburg gehört haben, mit Frau Maroon, die auch da ist, das ist schön, beeindruckend, sie mit Frau Emmert und dann diese fantastische Musik und dieses griechische Drama. Ich bin tief beeindruckt nach Hause gefahren. Gratuliere, das ist das erste große Werk, was ich von dir gehört habe. Und gerade haben wir die Sonate 23a Ballade gehört mit Andrea Schröder und Tobi Bias Bremen. Das sind kleinere Werke, die dazukommen. Also uns interessiert wahrscheinlich, sag mal, wie fing deine Liebe zur klassischen Musik eigentlich an? Dass eine Dame doch sich nicht traut. Ich glaube, sie noch, ja klar. Ermutigen noch reinzukommen. Ja, bestimmt. Stefan, wie fing deine Liebe oder das Interesse für die klassische Musik? Ich hatte das große Glück, dass mein Vater ein leidenschaftlicher Musikhörer war. Kein Berufsmusiker, aber ein leidenschaftlicher Musikhörer. Er liebte Beethoven. Als ich groß wurde in den 60er Jahren, kamen die Älteren von Ihnen, werden sich daran erinnern, die neuen Symphonien von Beethoven in einer neuen Auflage mit dem Berliner Philharmoniker und Hermann von Karajan, Deutsche Grammophon, eine Schallplatte kostete 25 Mark, was damals richtig viel Geld war. Und mein Vater kriegte immer zu Weihnachten oder zum Geburtstag die neu erscheinende Platte von meiner Mutter geschenkt. Und sonntagmorgens, wenn andere Leute in die Kirche gingen oder heute zum Jahreszeitgespräch gehen würden, hörte mein Vater von 10 bis 11 eine Beethoven-Symphonie. Das tat er eigentlich jeden Sonntag. Und meine Brüder und ich, wir durften dabei zuhören, unter der Voraussetzung, dass wir absolut still waren und kein Wort dabei sprachen. Meine Brüder haben es manchmal gemacht, eher weniger, ich aber jeden Sonntag. Ich habe mich auf den Boden gelegt, zu Füßen meines Vaters. Wir hatten so eine Musiktruhe. Können Sie sich vielleicht auch noch denken, der Stereo-Effekt kam von links und von rechts aus einem Kasten. Und mein Vater saß mit geschlossenen Augen und wir lauschten dann einer Beethoven-Symphonie. Dadurch, dass es ja am Anfang nicht alle waren, auch eigentlich immer denselben, ne? Es sind sowieso nur neun im Ganzen und selbstverständlich gab es einige, die sowas oft kamen, fünfte, siebte. Einige kamen immer zu kurz, wie das auch heute noch ist. Die achte und die zweite hört man immer viel weniger. Na, und jedenfalls, ich denke, durch dieses zu Füßen meines Vaters am Boden liegen, jeden Sonntag Musik zu hören, so in der emotional geschützten Atmosphäre, immer nur das Beste und immer nur dasselbe. Das war das, was mein musikalisches Verständnis und meinen Sinn für die Musik geprägt hat. Also Kinder können ja sowieso Wiederholungen gut brauchen. Und dadurch, dass mein Vater ganz unbewusst mich immer mit dem Besten gefüttert hat und das immer wieder aufs Neue, hat sich für mich ein, glaube ich, ziemlich zuverlässiges Gespür entwickelt, was das mit der Musik auf sich hat, auch wie Musik funktioniert, um es mal so technisch auszudrücken. Also was muss ich tun, damit ein Zuhörer möglichst beim ersten Hören schon die Ohren aufmacht und dann auch für den Verlauf des Stückes bei der Stange bleibt, dass eine Form entsteht. Wie man Beliebigkeit vermeidet. Es gibt ja kaum einen Komponisten, bei dem man so sehr das Gefühl hat, eine Note folgt zwangsläufig auf die andere. Der Verlauf ist zwingend wie bei Beethoven. Bei Beethoven hat man immer das Gefühl, es kann gar nicht anders sein als das, was man alle zum einen natürlich, weil wir so gut kennen, aber zum anderen auch, weil Beethoven es so gut konnte und so genau wusste, wie man das macht. Und ich glaube, durch diese frühe Erfahrung habe ich ganz, ganz, ganz viel übers Musikmachen, übers Schreiben von Musik gelernt. Und ich habe gelernt, dass Musik was, also vielleicht was Heiliges, ja doch, vielleicht kann man sogar sagen, auch was Heiliges ist. Jedenfalls nicht etwas, was man irgendwie nebenbei konsumiert, was hier reingeht und da wieder raus. Und das hat sich mir bis zum heutigen Tage eingeprägt. Ich kann also bis heute kaum aushalten, Musik nebenbei zu hören. Das nervt mich ganz furchtbar. Ja, wenn man dein Werk sich anschaut, sind es ja auch gerade die ernsten, teilweise auch sakralen Themen. Ich sag mal, Lilke hast du sowieso vertont. Nee. Nee? Muss ich widersprechen? Darf ich? Kein einziges
kannst du noch kommen. Gilgamesch-Epos, ein großes Epos unserer Menschengeschichte. Biblische Texte, das Frauenorchester von Auschwitz. Hölderlin meine ich. Der Widerstandskämpfer Stefan Groß. Nikolaus Groß, hast du für das Bistum Essen gemacht? Richtig, der Oratorium. Dann die Jocasta hast du gemacht. Also große Themen. Und Stefan, du hast dann auch die ersten 8 Minuten für Norbert Lammert das Paternoster unser Vater gemacht. Wie kam es denn dazu? Ach, das war Norbert Lammert mag meine Musik. Also ich habe einfach das Glück, dass ihm meine Musik gefällt. Und er hat, lange bevor ich ihn kannte, ist er offensichtlich öfters in Konzerten gewesen, wo Stücke von mir gespielt wurden. Und nach Gilgamesch sprach er mich dann an. Und ich wusste gar nicht, mit wem ich das zu tun hatte. Es war eine ganz naive und unschuldige Begegnung. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Der hat sich sehr nett über meine Musik geäußert und hat gesagt, ja, freut mich. Und dann haben wir uns Kamerik ins Gespräch gesagt, wir können ja mal ein Bier trinken zusammen. Dazu kam es nie erstmal natürlich. Ich wusste, mir war auch nicht klar, dass man so jemanden nicht einfach mit so jemandem sich irgendwas für ein Bier verabredet. Aber er fand diese Naivität vielleicht auch ganz nett sogar. Jedenfalls haben wir dann daraufhin intensiveren Kontakt gehabt. Er war zweimal im Frauenorchester von Auschwitz und dann sagte er mir, er hätte das Vater Unser neu übersetzt, ob ich Interesse hätte, das zu vertonen. Das habe ich getan im Jahr 2009, als der philharmonische Poembogen zum 150-jährigen Jubiläum aufgegeben hat, habe ich dem eine Kantate über das neu übersetzte und lateinische Vater Unser in Kombination angeboten, in der Übertragung von Lammert. Und das gefiel ihm so gut bei der Uraufführung 2010, dass er mir daraufhin einen Text anbot, den er gemacht hat. Und zwar, er hat den römisch-katholischen Messetext neu in modernes Deutsch übersetzt. Das ist eine Übertragung, die am Original nah dran bleibt, aber Akzente setzt, die in die Richtung gehen, dass sagen wir mal so, dass der göttliche Wille auf Erde manifest werden kann, sind wir Menschen gefordert, dazu was zu tun. Dieser Akzent, der gefiel mir ausgesprochen gut. Er sagte dann, können Sie sich vorstellen, das zu vertonen? Da habe ich ganz all meinen Mund zusammengenommen, weil ich wusste ja nicht, ob der Text gut war, ne? Muss ich ja ehrlich zugeben. Da habe ich einfach gesagt, ich muss den aber erst mal sehen, wie ich das versprechen kann. Am nächsten Tag hatte ich ganz unprätentiös eine Word-Datei angehängt und eine E-Mail auf meinem Computer und habe ich das gelesen und fand ich das sehr, 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 sehr schön. Und ich habe gedacht, ja, ich kann mir das vorstellen. Da haben wir überlegt, wie wir das realisieren können. Und ich habe es in Berlin dem Deutschen Symphonieorchester angeboten und die haben dann tatsächlich einen Auftrag gegeben für eine deutsche Messe für Solichor und Orchester zum Lutherjahr 2017, die also am 10. oder 11. Juni 17 in Berlin aufgeführt werden wird. Und so ist das dann konkret geworden. Es ist zwischen Lammert und mir eine wirklich sehr intensive Zusammenarbeit und auch Freundschaft entstanden, kann man inzwischen sagen. Immer noch nicht so, dass wir uns einfach so zum Bier verabreden würden. Kann er noch kommen. Aber doch immerhin, weil man sich gegenseitig besucht und eben auch einfach privat sehr netten freundschaftlichen Kontakt hat. Ja, dieser Freundschaft hätte ich fast zu verdanken gehabt, dass er Norbert Lammert mal hier gewesen wäre, aber er muss nach Berlin, wahrscheinlich wegen der Griechen vermutlich, oder wegen sonstiger wichtiger Entscheidungen. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir ihn nochmal begeistern können für ein Jahreszeitengespräch, weil er mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, sehr nah dran ist an der Linie, die ich eingangs gesagt habe, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Und wir werden gemeinsam den Follow-up dabei. Genau. Jetzt sind wir gerade im neuesten Werk. Ich springe nochmal ganz zurück, Stefan. Wann hast du denn die erste Note aufs Papier gesetzt in einer Komposition? Wie alt warst du da? Also ich denke, ich war 7, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar, ich habe wie alle Kinder in dem Alter Blockflöte spielen gelernt. Und als ich drei Töne spielen konnte, nämlich G, A und H, habe ich angefangen, mit diesen drei Tönen auch zu schreiben. Ich habe mir dann so ein Schulheft gekauft, so ein kleines, und habe seitenweise Stücke geschrieben in ganzen Halben, Vierteln und Achteln mit diesen Tönen G, A und H. Und mit jedem Ton, den ich zusätzlich neu lernte auf
auf der Blockflöte, das war mir dann relativ schnell, weil ich so ganz talentiert war dafür, habe ich dann Stücke mit dem Tonvorrat, den ich beherrschte, geschrieben. Und zu so einem kleinen Stück hat dann ein Finger Geigen zu spielen, mein Geigenlehrer eine Klavierbegleitung dazu geschrieben, aber das gefiel mir gar nicht, dass der das tat, sondern ich fand, das muss ich eigentlich auch selber können. Und da habe ich angefangen, autodidaktisch mir so ein bisschen Harmonielehre beizubringen und habe es eigentlich praktisch so gemacht, wie ich mein ganzes weiteres Leben oder jugendliches Leben komponieren gelernt habe. Ich habe mich einfach mit der Musik der alten Meister beschäftigt, habe die Noten studiert, wie haben die das gemacht und habe das erstmal einfach nur kopiert. Und so ging es los. Das hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich schon als Kind seitenweise Notenblätter vollgeschrieben habe. Ich habe die alle nicht mehr, ich habe die alle vernichtet irgendwann mal. Schade, heute tut es mir leid, ich denke, ich hätte sie aufnehmen sollen. Aber wie das so ist, man denkt, fühlt sich ja irgendwann über das, was man mal gemacht hat, hinausgewachsen. Und dann wollte ich halt einen Neuanfang machen, deswegen gibt es die alten Schätzchen gar nicht mehr. Und als ich 10 war und mein Vater mich aufs Gymnasium anmeldete, fragte der Rektor meinen Vater, nicht mich, sondern meinen Vater, was will denn der Junge beruflich mal machen? Und es war ja früher immer so, dass man nicht die Kinder direkt fragte, sondern man sprach ja über die Kinder hinweg. Und da habe ich mich dann zu Wort gemeldet und habe gesagt, ich werde Komponist. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, wo wollen wir sehen, der Junge ist das Musikbegeistert, vielleicht studiert er mal Schulmusik und wird Musiklehrer. Anwesend ausgeschlossen. Ja, und also das weiß ich jedenfalls, da habe ich zum ersten Mal vor anderen Menschen geäußert, ich werde mal Komponist. Und als du angefangen hast mit 7 Jahren und immer so weiter, hast du das auf der Blockflöte gespielt, was ja, du komponiert hast? Genau. Hast du da irgendeine Anerkennung gefunden durch deinen Vater oder durch andere? Oder was hat dich motiviert, also weiterzuleiten? Meine Eltern haben sich natürlich dafür interessiert, im elterlichen Rahmen. Ich habe dann auch Stücke für Blockflöte alleine zum Geburtstag geschrieben, die ich vorgespielt habe und all sowas. Aber es war ja früher ganz, ganz anders als heute. Wenn heute ein Kind anfängt zu komponieren, dann sind die alle begeistert und sagen, wie toll, wie großartig. Und dann ging eine große Förderung los. Und das war damals überhaupt gar nicht so, sondern alle haben gesagt, lass doch den Quatsch sein, lieber dein Instrument, damit kannst du später mal anfangen, diese Komponiererei nützt dir gar nichts. So war das. Das aber hat mich nun tatsächlich gar nicht interessiert, sondern ich habe unverdrossen weitergeschrieben. Sogar, daran erinnere ich mich sehr gut, zwar nicht in der Schule, da habe ich im Allgemeinen die Noten hinten zugelassen, aber nachmittags beim Hausaufgaben machen, hatte ich das Hausaufgaben, das Schulheft oben auf dem Schreibtisch, unten mein Notenheft, habe Noten geschrieben. Und wenn meine Mutter reinkam, zu gucken, was ich trieb, habe ich schnell das Schulheft drüber gezogen und habe so getan, als wäre ich Englisch und Deutsch oder was beschäftigt. Und wenn sie raus waren, habe ich schon wieder weiter Noten gespielt. Das weiß ich auch sehr genau. Und ich kann mich ebenfalls erinnern, wenn meine Eltern sonntags mal was anderes machen wollten, wandern, das fand ich doch ganz schön, aber sonstige ins Gartenhäuschen gehen oder solche Sachen, dann habe ich eine Krankheit vorgeschoben, dass ich mich nicht wohlfühle und zu Hause bleibe. Ich kann nur noch schreiben. Das ist ja auch langweilig. Dann hatte wirklich eine Leidenschaft fürs Tonschreiben. Also, hoch motiviert durch den Vater mit Beethoven und dann kam die Blockflöte, dann aufgetreten, dann hast du das gespielt. Sag mal, wenn das alles dir so zufließt, braucht man das ja gar nicht zu studieren, oder? Schwer zu sagen. Also, es floss mir nicht in die. War nie ein Wunderkind. Also, meine frühen Sachen, die hatten nicht etwa das Niveau von frühen Mozart oder von Mendelssohn oder sowas, überhaupt nicht. War gar kein Wunderkind, sondern das waren Kopien von dem, was es gab. Das sind bei Mozart und Mendelssohn auch, aber auf einem ganz anderen Niveau. Also, ich war kein Wunderkind. Ich habe mir weitgehend auch ein Handwerk selbst beigebracht, aber das war natürlich löchrig, wie das bei autodidaktischen Sachen immer ist. Man lernt ja auch oft über Distanzen hinweg und nicht methodisch der Reihe nach. Und also das, was ich selber mir beigebracht habe, das war einfach noch nicht ganz solide und fundiert. Und als ich in Dortmund dann schließlich Klavier studierte, hatte ich einen Tonsatzlehrer, der Komponist war. Und dem habe ich eben mal erzählt, ich hätte relativ viel geschrieben, ob ich ihm das mal zeigen durfte. Und seine Frau komponiert auch. Und da habe ich einen ganzen Stapel an schon richtigen Stücken, zu denen ich auch damals stand und zu dem ich auch heute noch stehe, das, was ich als mein Opus 1, 2, 3
bezeichnen würde. So, das habe ich ihm dann mitgebracht und gesagt, pass auf, ich finde, du hast Talent, wir bauen das aus, das muss handwerklich noch mal etwas besser werden. Ob du dann als Komponist leben kannst, das steht dahin, aber wir gehen da mal dran. Und dann hat er, das war für mich in der Ausbildung mein ganz großes Glück, mir eine ganz fundierte, handwerkliche Ausbildung gewährt. Ich musste das, was ich als Kind so intuitiv gemacht habe, richtig bewusst nochmal nacharbeiten. Ich habe kontrapunktische Sätze im Palestrina-Stil, Fugen im Bach-Stil, so eine Art Hauptsatzform im Mozart-Stil, Lieder ohne Worte im Stil von Mendelssohn, bis hin zu 12-Tonstücken im Stil von Alban Berg. Stilkopien machen müssen, hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist natürlich keine kreative Arbeit in dem Sinn. Aber deren Ziel es war, so ähnlich an dem, was die Meister gemacht haben, zu sein, dass man möglichst nicht unterscheiden konnte. Also das war die Aufgabe. Und durch diese Art der handwerklichen Ausbildung bin ich in dieser technisch-handwerklichen Seite des Komponierens ziemlich nied und, glaube ich, sage es nur, ziemlich nied und nagelfest geworden. Also da habe ich ein fundiertes Wissen, auf dem meine Arbeit auch aufbaut und ruht, und alle Leute, die Musik, von Musik was wissen, die hören das auch. Also die hören, ich glaube, man hört es mal, Alexander kann das eben, der kann das vielleicht am ehesten beurteilen, man hört es meiner Musik an, dass sie auf handwerklich sozusagen soliden Füßen steht. Was sehr gut war, er hat mich überhaupt nicht beeinflusst, wie ich inhaltlich oder stilistisch schreibe. Das ist gut. Das war für mich eine der ganz große Erleichterung. Ich musste mich also nicht von einem übermächtigen Kompositionsvater erst mühsam befreien. Es gibt ja viele, ich hatte viele Kollegen damals, die haben bei Lachenmann, bei Wien, bei Huber studiert. Und das ist für den Lebenslauf auch erstmal ganz gut, wenn man so einen großen Namen hat, der fehlt bei mir. Aber die hatten alle diesen sehr mühsamen Weg, sich von diesen Übervätern zu befreien und ihre eigene Sprache zu finden. Das ist mir erspart geblieben, weil mein Lehrer von vornherein gesagt hat, in was für einem Stil du schreibst und was du sagen willst, das musst du selber wissen, das muss aus dir herauskommen. Ich kann dir nur das Know-how beibringen, dass das Ganze auf handwerklich soliden Füßen steht. Und da bin ich wahnsinnig dankbar. Wir haben heute noch Kontakt, der ist 89 Jahre alt und lebt in Oldenburg in der Nähe. Und wir sind heute noch in Verbindung und ich versuche ihn einmal im Jahr zu besuchen. Und er freut sich daran, dass einer seiner Schüler dann auch richtig das alles umsetzt, was er ihm beigebracht hat. Ja, das ist doch schön. Als ich darüber nachgedacht habe, wie wir heute diesen Vormittag gestalten, und die Idee ist ja, dass sie alle rausgehen und sagen, ich bin inspiriert und das kann ich auch, habe ich mir überlegt, ob ich irgendwas machen könnte, dass sie auch alle, wenn sie nachher gehen, sagen, komponieren kann ich auch. Und da habe ich mit meinem Klavierlehrer, der Jörg sitzt da hinten, diskutiert, dass wir verteilen Notenblätter hier und jeder trägt dann mal was ein, auch der davon keine Ahnung hat. Und dann spielt man das mal so. Jörg hat das dann improvisiert, und plus hat gesagt, ich kann auch komponieren. Zum Schluss habe ich es wieder sein lassen, weil vielleicht der Stefan gesagt hat, ihr habt ja wohl irgendwie einen Knall, das meinen diese können auch alle komponieren. Ich habe mir da so viel Mühe gegeben mit meiner ganzen Ausbildung. Aber was will ich damit sagen? Komponieren ist eben nicht nur der Ton. Komponieren ist eben auch alles. In allen Räumen, in denen wir sind, in allen Erfahrungsräumen, können wir offen werden für Neues, was uns zufließt, was wir gestalten können. Und das ist der Impuls. Das kann eben mal schreiben. In Worten, in Taten, wie wir unseren Mitmenschen gegenübertreten. Das ist eigentlich überhaupt der allerentscheidendste Punkt von allem. Das ist der entscheidendste Punkt. Und jetzt nochmal weg vom Machen, sondern vom Lassen. Wir haben da auch schon, ist da was passiert, was deine innere Veränderung auch außen Menschen spüren lässt? Wie siehst du dich selbst? Tja. Also ich denke, das hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Wobei die Dinge, die mich menschlich verändert haben, das war, also um jetzt ganz ehrlich zu sein, in meiner bewussten Wahrnehmung, das war nicht die Musik, sondern das waren die Dinge, dass ich meine dementen Eltern begleitet habe. Das war eher das, was mich als Mensch im Umgang mit anderen Menschen verändert hat. Das hat vielleicht Einfluss wieder auf meine Musik gehabt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Aber das, was mein, was mich als Mensch und mit anderen Menschen verändert hat, das waren eigentlich eher meine menschlichen Erfahrungen, die ich mit Freunden, mit Familie, mit kranken Menschen, die ich bis zu ihrem Tode begleitet habe, die Freunde, Freundinnen, die ich verloren habe. Das ist eher das, was, wo ich spürbar an mir eine Veränderung merke. Die Musik, das Komponieren, das hat irgendwie mein ganzes Leben beherrscht. Immer. Eben schon von klein auf. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, inwieweit mich das als Mensch verändert hat. Das hat es sicherlich getan. Ja, aber da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kann es eher festmachen an den, an den Dingen, die sonst in meinem Leben eben passiert sind. Wichtige Begegnungen oder eben solche einschneidenden Erfahrungen mit Freunden, die sterben, mit dementen Eltern, die man zu einem guten Ende verhilft. Das hat mich eher verändert und meine Wahl. Oder mein Patensohn, ich habe einen Patensohn, den ich mit zur Welt gebracht habe und war bei seiner Geburt dabei und er ist bis zum heutigen Tag ein Sohn für mich und für meinen Vater und für uns. Das sind eher diese Dinge, an denen ich spüre, wie sie mich als Mensch verändert haben. Deswegen ist für dich die Begegnung auch sehr wichtig mit den anderen Menschen. Ne? Ja, ich bin ja ein kommunikativer Mensch, das merke ich alle, ich erzähle gerne. Ja. Ich erzähle. Und ich bin auch offen, was mich umtreibt und bewegt, teile ich auch gerne mit. Das ist ja bei vielen Künstlern anders. Viele teilen es ja nicht gerne in Worten nach außen mit, sondern machen es mit dem Inneren ab. Ich teile es gerne mit, ich erzähle es gerne. Und meine Musik will natürlich auch sprechen, reden, kommunizieren mit den Zuhörern. Und das, also ich bin sicherlich von komponiert, von meiner Musik geprägt, wie von nichts anderem. Das ist ganz sicherlich so. Aber das, was mich eben aktiv verändert hat, das sind eher die menschlichen Gegenden, menschlichen Erfahrungen, die außerhalb der Musik passiert sind. Also als ich auf dem Weg war, dich kennenzulernen, ich war ja bei dir zu Hause und ich passe ja sehr genau auf, was du für ein Mensch bist, wie du dich verhältst. Und ich feststelle, da kam dann der Nachbar und hat deinen Roller repariert. Und die Art und Weise, wie du mit ihm umgegangen bist, die hat mich sehr beeindruckt. Das ist nämlich das genaue Thema, was ich gerade anspreche. Wie geht man mit anderen Menschen um und wie wichtig ist die Begegnung aus dem Werk heraus, aus dem heraus man wächst und draußen dann so wirkt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Begegnung, weil du ja sehr kommunikativ bist, für dich auch sehr wichtig ist und dass es für dich wichtig ist, dass deine Musik auch Begegnung wird für die sie hören. Das wünsche ich mir, ja. Ja. Das wünsche ich mir. Und dass du da was bewegst bei den Menschen, die deine Musik hören. Also ich möchte jetzt nicht immer mit dem großen Plakat umgehen, das ist meine Botschaft, die müsst ihr jetzt auch alle verstehen, sondern ich wünsche mir, also dass mein ideales Ziel, was ich gerne erreichen würde, das ist, dass jemand nach einer Begegnung mit meiner Musik rausgeht und spürt, es gibt etwas in meinem Leben, in unser aller Leben, was über das Irdische und Materielle hinausgeht, was uns einfach mit dem verbindet, was der Geist Gottes ist, wenn man so will. Und wenn man davon was spürt und ahnt, das muss man gar nicht so formulieren. Und das kann auch passieren, wenn man ganz schnell rausfällt, weil man eben sein Auto hat, was auf der Tiefe holen will, was man ja einfach oft tut. Ne? Mach ich auch manchmal. Trotzdem kann das passieren, das muss auch gar nicht unbedingt benannt werden. Aber wenn dieses Gefühl entsteht, dann entsteht natürlich ein weiterer Schritt, dass ich diesen göttlichen Geist auch im Gesicht meines Nächsten erkenne. Mhm. Und dann behandle ich ihn anders. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Und das ist das Dialog. Wenn es denn gut geht. Ganz herzlichen Dank. Die Diskussion ist eröffnet. Wir haben Stefan jetzt hier noch Fragen.
Fragen zu stellen und zu diskutieren. Darf ich um Wortmeldung bitten? Dürfen Sie auch gerne beim Kaffee nachher noch persönlich machen. Ja, gibt es ja noch einen Farewell-Kaffee, aber wer jetzt... Lieber im Einzelgespräch machen wollen. Frau Rode. Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz beeindruckt, wie offen Sie so über Ihr Leben und über Ihr Schaffen sprechen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, weil Sie nicht nur dadurch durch die Musik was weitergeben, sondern auch, dass Sie das so persönlich formulieren. Also das hat mich jetzt sehr beeindruckt, ist jetzt keine Frage, aber man muss erstmal so ein bisschen sich setzen lassen, aber ich finde das ganz toll. Und wenn viele Menschen das so machen würden, ich glaube, da wäre auch... Ja, sagen wir mal, mehr Frieden da. Es wäre einfach leichter. Viele Leute, die so introvertiert sind, da muss man mal rätseln und weiß dann gar nicht, wie jemand, also dick spricht, sagen wir mal so. Das fand ich bei Ihnen sehr gut. Das ist einfach auch eine Gabe. Ja, das ist einfach eine Gabe. Ich dazu getan. Das ist so, ich auch immer viel und ich glaube, das ist auch eine Gabe, weil man nicht nötig ist. Singst du eigentlich auch, Stefan? Singst du? Ich habe im Chor gesungen, ganz viel früher, und dann habe ich die Schilddrüse rausgekriegt und dabei wurden meine Stimmbänder leicht angekratzt, leider. Und damit war das mit dem Singen zu Ende und jetzt tut es mir der Hals ganz schnell weh, wenn ich mir das singe. Deswegen ist es. Frage? Frick der Schulter, ich wollte dir fragen, wegen dem Titel, da habe ich eine Schwierigkeit. Der Klang innen entstanden, nach außen gedrängt. Drängen und dann vergehend. Und für mich ist ein Klang etwas, das eigentlich bleibt. Ja. Man hat ihn zwar nicht mehr, aber dieses Vergehen, da bin ich irgendwie ganz vom Praktischen her gedacht. Wir Musiker sind eigentlich praktische Menschen geworden. Ganz praktisch gedacht, der Klang kommt von da innen. Es ist wirklich von diesem Bild. Von diesem Bild aus ist es gekommen. Ich habe ein anderes Bild in den Kopf gehabt. Also natürlich. Nein, also für mich ist einfach der Klang, also wenn ich jetzt an das denke, was Sie soeben gesagt haben, dass es eben noch etwas mehr gibt als mich als Person, dann ist ja der Körper ist ja Materie. Das fällt wieder zurück in die Erde. Und der Klang, die Energie, und Klang und Energie sehe ich also so als gemeinsam. Das geht einfach weiter, ein Klang geht für mich weiter, wenn ich jetzt an Klangschaden denke. Aber jetzt verstehe ich... Das war jetzt einfach von dem, was der sozusagen das Material ist, mit dem wir Musiker arbeiten. Das verhält sich so. Das kommt zunächst... Entsteht im Inneren des Komponisten, wird durch das Medium der Spieler nach außen gebracht und dann ist es da. Und dann ist es aber tatsächlich als ja auch erstmal verklungen und vergangen. Was dann darüber hinaus an Nachwirkungen noch weitergeht, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber das ist eine Fortsetzung von dem. Ja, also die Idee für diesen Titel kam von dem, was. Womit wir Musiker uns ganz praktisch beschäftigen, von einem Klang, der innen entsteht, also Sänger wissen das ganz genau, nach außen dringt, im Raum steht und dann vergeht. Also wir haben da lange darüber diskutiert, weil der Titel klingt ja auch nach, jetzt nach dieser Veranstaltung. Und über Leben haben wir auch schon gesprochen, natürlich ist das auch eine Metapher des Lebens. Der Klang entsteht innen, das ist die Geburt. Dann geht er nach außen, das ist das Leben. Und dann verschwindet er, das ist der Tod, ist das Sterben. Und natürlich spielt in der Musik das Geborenwerden, das Leben, das Sterben eine große Rolle, gerade bei den sakralen Themen, Stefan, die du ja auch... In jedem Stück ist es so. Jedem Stück. Also denken Sie an sowas wie den Ring des Nibelungen, der ja überhaupt kein sakrales Stück ist. Ja. Es geht um den allerersten Anfang, um das Entstehen der Welt aus einem einzigen tiefen Ton. Der ganz am Anfang da ist, darum entsteht ein 16-stündiges Gebäude, das am Ende im Feuer untergeht. Ne? Also das ist ein Gleichnis für alle Musik eigentlich, kann man sagen. Weitere Fragen? Bitte schön. Ich habe eine Frage.
wenn Sie komponieren, dann schaffen Sie einen Klang oder mehrere Klänge, eine Harmonie, sagen Sie, ne? Aber auch Disharmonie, ne? Und meine Frage ist, ob Ihnen beim Komponieren klar ist, dass das ja diese Energie ins Universum geht und ob Sie das beeinflusst. Ich denke nicht ans Universum, ich denke an andere Menschen. Ständig. Ich bin kein Humanist. Ich denke an andere Menschen, ich denke an mein Gegenüber, ich denke an die Menschen, mit denen ich kommuniziere. Ich denke nicht ans Universum. Ja, das ist meine Frage. Kruse. Ich habe eine ganz praktische Frage. Du hast ja gerade gesagt, Musiker sind ganz praktische Menschen. Kann man vom Komponieren leben? Also da kommen wir an. Der Mensch steht schon ich kann mir inzwischen auch mit dem Kommunikator auch mein Brot verdienen. So. Da war es inzwischen noch lange dauern. Das ist hier ein langer Weg. Das ist natürlich auch eine große Anerkennung, dass das dann möglich ist. Aber es gibt sicher viele, die bleiben auf der Strecke. Also ich hätte mich sicherlich auch für diesen Weg entschieden, wenn es so gerade mit Überleben gegangen wäre. Irgendwie muss man überleben. Aber ich hätte, auch wenn wir jetzt so eine Existenz als freischaffender Komponist, der wirklich sehr auskömmlich und komfortabel dem kann nicht gelungen wäre, hätte ich mich auch mit einer ganz, ganz, ganz bescheidenen Lebensführung begnügt, einfach um das wahrmachen zu können, was ich tun will. So gesehen kann man vom Komponieren auf jeden Fall leben. Ja, ich glaube, man muss auch so begeistert sein, um so einen Beruf zu ergreifen. Und brennen wie eine Fackel, egal auf was man da sieht. Sonst geht das gar nicht. Diese Widerstände auch. Aus finanziellen Gründen wird keiner Komponist werden, kann ich mir vorstellen. Nee, also Filmkomponist vielleicht. Ja, aber auch das kann man sehr gut machen. Damit, Sie hatten noch eine Frage. Ja, ich wollte mal fragen, Sie haben also die Musik im Kopf und brauchen dann nur zu notieren? Ja, genau. Also ich kann mir das im Kopf vorstellen, wie die Musik klingt. Und ich muss sie mir nicht am Klavier vorspielen. Ganz, ganz, ganz ehrlich tue ich das mal. Und zwar nicht da, wo es besonders kompliziert wird, sondern da, wo es besonders dünn und durchsichtig wird. Da prüfe ich manchmal nach. Aber das ist vielleicht bei 5%. Ich kann mir das vorstellen. Und deswegen kann ich mich auch überall schreiben. Ja, da würde ich gerne schließen. Stefan steht uns ja für die Diskussion nachher beim Kaffee noch zur Verfügung. Darf mich sehr herzlich bedanken, auch für die Fragestellung. Bei dir natürlich ganz besonders für den sehr offenen Dialog. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
wir da gehört haben. Die CDs von Stefan Holke können Sie draußen kaufen. Und er hat sich bereit erklärt, von jedem Preis, von jeder CD 3 € abzugeben für das Kinderprojekt in Busan. Vielen Dank dafür. Mein Buch gibt es auch noch, wer es noch nicht hat. Kaffee und Diskussion weiterhin zum Farewell und vielen Dank, dass Sie alle da waren. Die nächsten Termine sind der 28.06., also eine Woche nach Sommeranfang. Da haben wir Axel Fuhrmann hier, den Filmemacher. Sicherlich auch sehr spannend. Und dann am 20. September Katrin Rose von der Triennale, die seit Anfang der Triennale die Jugendprojekte macht, zum Thema Macht Kultur die Jugend oder die Jugendkultur. Sie kommt mit einigen Jugendlichen und wir sind dann im Dialog, was da entstanden ist. Auch wieder ganz spannend. 20. September. Vielen Dank. Ja.